Juli 2015. Der Generaldirektor des Dassault-Konzerns darf sich freuen. Die ersten Rafale sind verkauft. Der französische Hightech-Jet war lange ein Ladenhüter. Ägypten hat Bedarf an Ausrüstung und seine strategische Bedeutung für Frankreich dürfte ihnen nicht entgangen sein. Strategisch bedeutend ist Ägypten als Partner im Kampf gegen den Terrorismus. Doch folgt man der Spur des Flugzeugs hier im Hintergrund, stellt man fest, dass Ägypten die französischen Rafale nicht allein dafür einsetzt. Hier derselbe Jet, diesmal in einem Werbevideo der ägyptischen Armee. Die Soldaten behaupten, die Piloten werden ein Trainingslager der Dschihadisten bei Derna in Libyen angreifen. Die Infrarotkameras eines der beteiligten Jets erzählen eine andere Geschichte. In Wahrheit befinden sich die angegriffenen Gebäude nicht in Derna, sondern in Hon, 700 Kilometer südwestlich. Satellitenbilder vor und nach dem Angriff zeigen die Schäden, die die Rafale angerichtet haben. Die Angriffsziele waren Amtsgebäude, also zivile Bauten. Die Wahrheit entspricht also nicht der offiziellen Version Ägyptens. Es sei eine Attacke auf IS-nahe Dschihadisten gewesen. Amnesty International schließt daraus, Frankreich hat keine Garantie, dass Ägypten die von ihm gelieferten Waffen nicht für Kriegsverbrechen einsetzt. Wir wissen wenig über das Wesen und den Umfang des ägyptischen Militärengagements, über die tatsächlichen Angriffsziele und Absichten. Ägypten ist ein enger Partner Frankreichs, aber sein Verhalten wirft Fragen auf. Was will und tut Ägypten überhaupt in Libyen? Werden dort menschenrechtlich relevante Verbrechen begangen? Und wenn ja, könnte Frankreich dann nicht mitverantwortlich gemacht werden? Der Präsident des libyschen Präsidentenrats, den die UNO als rechtmäßige Autorität anerkennt, verurteilte die Attacke als Verletzung der libyschen Souveränität. Ziemlich absurd. Frankreichs Partner Ägypten greift mit französischen Waffen Frankreichs Partner Libyen an.